Willkommen zurück, Leute, zu Mario Kart DS. Wir spielen wieder den Grand Prix, wir spielen 150cc, wir spielen nochmal wieder mit Yoshi, oder? Ne, ist eigentlich egal, ob ich gewinne oder nicht. Deswegen nehmen wir jetzt mal Todd. Und wir fahren den Leaf Cup, also den Blood Cup. Und da ich ihn schon mal mit dem Goldpokal bestanden habe, ist es auch egal, ob ich das schaffe oder nicht. Von daher, alles cool. Und jetzt passt auf, Leute, die Musik. Oh, oh, so cool. Da kann mich auch gar nicht stören, dass die Musik, glaube ich, nicht ganz ruckelfrei läuft, aber... Auf dem SNES war alles besser. Ja, war es wirklich. Vor allem die Mucke. Also die Mucke war auf dem SNES wirklich am besten, muss ich jetzt mal ganz klar sagen. Also von den Mario Kart Spielen. Da können mich die Lieder noch begeistern. In diesem Spiel hier zum Beispiel, oder in Mario Kart Wii, oder in Mario Kart 7, ey, da kriegst du nicht mal mit, dass überhaupt Musik gespielt wird. Und das ist irgendwie, wenn ich so bedenke, es sind Nintendo-Spiele. Hallo, Nintendo-Spiele. Das sind so die Spiele, wo ich ein Lied davon höre und mir sofort denke, boah, ey, ich muss jetzt sofort das Spiel zocken, ey. Wenn ich ein... Ne, das sag ich jetzt nicht, sonst heißt es... Ne. Ach, komm schon. Aber auf jeden Fall, wenn man da so ein Lied hört, dann kriegt man sofort Bock auf das Spiel. Ja, und bei Mario Kart haben die das bis jetzt so ein bisschen verkackt, möchte ich schon fast sagen. Meine Güte, das gibt's noch gar nicht, so wie ich dieses Rennen hier im extremsten verkacke. 7. Platz. Unglaublich. Ja, da sieht man wieder, mit Yoshi spielt sich das halt einfacher für mich. Und es kommt ja auch wieder dazu, das hat auch jemand in den Kommentaren geschrieben, hat mir damit recht gegeben, dass man ja eigentlich auch einen Charakter auswählt und mit dem dann fährt. So. Und ja, das ist halt der normale Lauf der Dinge. An den gewöhnt man sich, mit dem spielst du und dann macht's Spaß. Und ich, Idiot, mache hier fürs LP den Affen und nehme jedes Mal einen anderen Charakter, wozu auch immer. Weil manche Leute dann ja wiederum sagen, es wäre langweilig, wenn sie immer den gleichen Charakter dabei sehen. Hallo? Das verstehe ich beim besten Willen. Also das kann ich nicht verstehen. Das kann ich nicht begreifen. Was ist denn daran langweilig, wenn derjenige immer den gleichen Charakter nimmt? Also ich reg mich meist nur auf, wenn die Leute was anderes da nehmen als ihren Main. Wenn ich zum Beispiel sehe, dass irgendein Let's Player jetzt anstatt Funky Kong, den er immer nimmt, im neuen Fall dann einfach mal Birdo nimmt, weil ist halt heute so. Und dann noch irgendein Lumpy-Motorrad dazu, was keiner normalerweise nehmen würde. Dann denke ich mir nur, ach nee, muss das denn jetzt sein? Das drückt bei mir die Stimmung tatsächlich. Habe ich gar keinen Bock drauf. Ich will so sehen, wie der es am besten kann. Und nicht so wie, weil ist mal was anderes. Das ist überhaupt nichts anderes. Es ist trotzdem das gleiche Spiel, nur dass es weniger Spaß macht, weil es nicht so richtig abgehen kann in dem Moment. Weil es langsamer ist oder die Steuerung sieht ätzend aus und das nervt mich dann gleich mit. Das nervt mich tatsächlich mit. Wenn die Steuerung blöd aussieht, dann nervt's mich. Bin ich echt empfindlich. Aber hier ist die Musik auch noch ganz geil in der N64-Version, wenn ich das so höre. Okay, dann haben sie halt irgendwann aufgehört damit, gute Musik für Mario Kart zu produzieren. Kosten sparen oder so, was weiß ich. Oder derjenige, der das vorher gemacht hat, der es immer gemacht hat, hat sich gesagt, nee, ich widme mich jetzt hier neuen Dingen. Und, ja, haben wir dann Pech gehabt, ne? Sollen die Leute klarkommen mit ihrem komischen Rumgedudel da? Nur voll langweilig. Toll, eine Fakebox. Was mache ich mit der Fakebox? Klickst du einfach mal hier hin in der Hoffnung, dass irgendjemand reinfährt, was sowieso nicht passiert. Und wo bleibt der Blue Shell? Komm, hau ihn mir doch um die Ohren. Hau ihn mir doch um die Ohren. Ihr habt doch bestimmt gleich einen. Sieht noch ganz gut aus. Ich kann sogar, obwohl die Steuerung mit dem Todd geht. Da dürfte mich jetzt eigentlich nicht beklagen, weil die ist eigentlich mit dem Yoshi relativ identisch. Ein bisschen komplizierter irgendwie, aber nur unwesentlich. Und das war, glaube ich, schon die zweite Strecke, oder? Müsste. 11 Punkte. Naja. Wir kommen voran. Luigi Circuit, okay. Vom GBA. Müsste. Weil das sieht extremst nach GBA aus. Oh ja, und hier gibt es diese komischen Pfützen auf der Strecke, in die man nicht reinfahren darf.
extrem nervig. Ich glaube, ich bin da früher so oft reingefahren, das ist, glaubt mir kein Mensch. Aber kriegen wir jetzt auf jeden Fall hin. Ach, ist doch kein Ding, ist doch kein Ding. Manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich nicht drifte, komme ich schneller voran. Ernsthaft jetzt? Nee, den hole ich mir doch nicht, bin doch nicht bekloppt. Naja, gut, vielleicht hätte ich an der Stelle doch driften sollen. Naja, aber hier ist wirklich so das Gefühl, dass ich stellenweise ohne Drift besser dran wäre. Weiß es nicht. Ja, vor allen Dingen, wenn sowas passiert, ne? Wenn man es nicht schafft, vernünftig aus dem Drift wieder rauszukommen und dann gerade, das ist sowieso bei diesem Spiel auch so eine Sache, dass ich aus dem Drift heraus gegenlenken muss. Also ich muss ja voll gegenlenken. Weil der stellt sich ja voll schräg. So. Jetzt drifte ich da raus und zack, muss wieder voll gegenlenken. Immer gegenlenken. Gott. Und bei meinem Controller ist das irgendwie so, dass ich das Gefühl habe, ich müsste so fest da drauf drücken, dass mir die Finger schon wehtun. Ziemlich übel. Ziemlich übel. Und ich verliere schon wieder. Das gibt's nicht. Krieg den Typen nicht. Ich krieg ihn zumindest nicht weit hinter mich. Aber jetzt, pass auf, Donkey Kong. Das, damit rennst du nicht. Bam. Hm. Okay, irgendwie. Wie konnten die da entkommen? Im Online-Modus hätte das bestimmt geklappt. Oh, das bin ich aber. Obwohl, in diesem Online-Modus, ja, der so absolut leckfrei bestimmt läuft, das wird traumhaft, ja. Ist klar. Aber auch nur zu viert. Maximal. Ich glaube, ich habe niemals ein Vier-Spieler-Spiel zusammenbekommen. Ich war schon mal froh, wenn ich drei Spieler hatte, dann war es schon. Boah, drei Spieler, ey. Da ist ja die Hölle los auf dem Bildschirm. Absolut. Na komm, krieg mich jetzt, bitte dich, bitte dich. Ich will jetzt nochmal Erster werden. Reicht das dann eventuell sogar? Für den ersten Platz gesamt? Naja, da das gerade mal die dritte Runde ist, könnt's sogar hinhauen. Ich weiß nicht, wie die Punkteverteilung war. Das ist gut, dass Mario jetzt weiter nach vorne ist. Okay, es wird sehr eng. Ein Punkt führt er noch. Wir müssen also nur vor Donkey Kong landen. Mehr ist nicht wichtig. GCN Mushroom Bridge. Oh ja, da habe ich mich auch gewundert, dass die hier geremaked wurde. Konnte mich nämlich auch überhaupt nicht mehr dran erinnern. Ist aber meiner Meinung nach ein Fehler, dass sie sie in diesem Spiel geremaked haben. Und ich werde euch auch gleich zeigen, warum. Und ich, weil es, hier wurde eine Stelle rausgenommen. Und ich denke einfach, dass das auch vom Technischen her so gemacht wurde. Ich weiß es nicht. Aber ich kann mir eigentlich keinen anderen Grund vorstellen, warum man die Stelle hätte rausnehmen sollen. Und zwar die Stelle, die dieses Level ausmacht. Hier, die Brücke. Ich kann da nicht hoch. Was soll das denn? Ich kann die Brücke nicht hoch. Das ist doch für den Arsch, oder? Sehe nur ich das so. Ich meine, wenn sie merken, okay. Hm, die wollten wir eigentlich remaken. Geht aber nicht. Also nicht komplett. Ja, oh, knapp. Ich hätte, da hätte man dann nicht einfach konsequent sagen müssen, okay, dann remaken wir sie in einem anderen Spiel, wo das geht. Ich finde eigentlich schon. Aber gut, ich bin ja auch nur wieder, okay, ich bin ja kein Experte. Ich bin ja absolut kein Experte, aber ich bin trotzdem der Meinung, so eine Strecke sollte am Ende dann auch wirklich so vollständig sein, wie im Vorgänger. Und eventuell mit Zusätzen, wenn überhaupt. Aber nicht mit Abstrichen. Kein Fall. So, den frisst du jetzt, oder? Natürlich nicht. Vielleicht kommt noch der Blaue, dann verliere ich doch noch gegen Donkey. Oh nein, doppelt getroffen. Lap 3 von 3. Okay, er bleibt noch ein bisschen hinter mir, er bleibt noch ein bisschen hinter mir. Ich glaube, der kriegt mich nicht. Da wieder die verschandelte Brücke. Oh, ich mach gar nicht hinsehen. Jetzt speedet der Donkey Kong sowas von an. Der hat kein Item, ne? Und der... Habt ihr das auf der Karte gesehen? Er hatte kein Item. Er hatte nichts. Und auf einmal kommt er wie ein Torpedo angeschossen. Was ist das? Das hatte ich schon mal. Das hatte ich schon mal. Nur, dass Todd damals derjenige war, der wie ein Torpedo angeschossen kam. Erklärt es mir. Okay, Leute. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Wenn ihr Bock habt, bis dann und ciao.